ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, an einen Anruf von meiner Family, die gesagt hat, montags werden die Grenzen geschlossen. Guck, dass du nach Hause kommst. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das neuartige Coronavirus breitet sich knapp einen Monat nach dem ersten Auftreten in China weiter aus. Ich war mir nicht bewusst, dass es in dieser Intensität in meinem Leben stattfindet. Das ist wirklich so viele, diese Morgen, die du draußen verbringst. Das erste Licht, das letzte Licht. Das ist mein Rhythmus einfach in eine ganz positive Art und Weise beeinflusst. Es geht darum, draußen zu sein, ja, und das zu machen, was du liebst. Money isn't real. Doesn't matter. It only seems like it does. Also der erste Eindruck vom Gewässer, als ich ankam, ist erstmal ein wunderschönes Gewässer. Das ist mir direkt ins Auge gefallen, aber was mir auch direkt ins Auge gefallen ist, dass hier extrem viel Kraut steht. Das heißt, es ist ein sehr, sehr flaches Gewässer und überall ragt oder an den meisten Plätzen an diesem Gewässer ragt das Kraut bis an die Oberfläche. Das heißt, ich war echt froh, dass ich ein Boot dabei hatte. Ja, und wie sich jetzt gezeigt hatte, war es auch eine kluge Entscheidung, ein Boot mitzunehmen. Also ich bin gestern Abend angekommen und habe das gemacht, was ich eigentlich fast immer mache an einem neuen Gewässer. Ich habe meine Augen geöffnet. Das heißt, ich habe nicht direkt losgelegt und meine Ruten ausgeworfen oder Futter eingebracht oder Ruten mit dem Boot abgelegt. Ich bin dann ganz früh morgens aufgestanden, habe mich mit dem Stuhl ans Wasser gesetzt, erstmal einen Kaffee gebrüht und geguckt, was passiert. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass sich einige Fische in einer Ecke des Gewässers gezeigt haben. Die ist sehr, sehr verkrautet, aber es war sehr offensichtlich, dass dort in dieser Ecke deutend mehr Fische sind als im restlichen Seeteil oder im restlichen See. Ich bin dann eine Runde um das Gewässer gelaufen, habe mir mit der Markerroute diesen besonderen Spot in dieser Ecke so ein bisschen angeguckt und habe auch relativ schnell gemerkt, dass der Untergrund dort sehr hart ist. Der Rest dieses Gewässers ist zum Teil sehr hart verschlammt, zum Teil auch Kieferschlamm und dort ist wirklich sehr, sehr harter Boden. Und ich denke, das ist einfach ein Platz, wo die Fische gerne fressen, sich gerne aufhalten. Da haben die andere Untergründe, vielleicht andere Nahrung auch im Grund. Wenn du an ein neues Gewässer kommst, keine Informationen hast, sperr die Augen auf, guck, was passiert. Für mich persönlich bedeutet dieses Rundreisen, neue Gewässer kennenlernen, halt einen großen Teil meiner Angelei. Ich will nicht einfach irgendwelchen Rekorden hinterherjagen oder Riesenfische fangen. Ich will Neues entdecken. Ich will viele Plätze an dieser Welt sehen. Ich will viele Gewässer beangeln. Und genauso war es hier jetzt. Wenn der erste Fisch dann abläuft, du den ersten Lauf kriegst, ja, da hast du das Herz hier oben beim Kinn. Das Nachmittag, wir sind gerade ein paar Stunden jetzt erst am Angeln. Vorher eine Route ab, die ich jetzt mit dem Boot gelegt habe, weil hier sehr, sehr viel Kraut ist. Kriegt den Fisch jetzt trotz der Distanz eigentlich relativ gut ran noch. Mal gespannt, auf jeden Fall die Daumen drücken.
einfach sehr besonders anfühlt. Du weißt nicht, was drauf hängt. Wirklich überwältigt. Das ist der erste Tag an diesem komplett neuen Gewässer, ohne viel Informationen. Und das ist der allererste Fisch, der lebende Beweis, dass es sich wirklich auszahlt, morgens früh aufzustehen, die Augen zu schärfen und zu gucken, was am Gewässer abgeht. Der Fisch kam auf einem Spot, wo ich heute Morgen einen Fisch habe steigen sehen. Unglaublich geil. Seht euch mal diesen Fisch an, wie der aussieht. Das ist doch der Hammer, oder nicht? Ich bin happy, das kann ich euch sagen. Geil! Also ich habe mir jetzt keinen grundsätzlichen Plan ausgeheckt oder zusammengestrickt, den ich jetzt die ganzen Tage verfolgen werde. Bedingungen können sich ändern, die Fische können sich in andere Bereiche verziehen. Mein Plan, sofern es ein Plan ist, ich werde einfach darauf reagieren, was die Fische machen. Ja, und gucken, wo uns die Reise hinbringt. War ganz ehrlich gesagt großartig. Also ich hätte nicht mit dem gerechnet, was jetzt schon passiert ist, dass ich so viel Feedback kriege von den Fischen, so viele Eindrücke von diesem Gewässer schon kriege. Ich bin super zufrieden und ich denke, das hätte für den ersten Tag eigentlich gar nicht besser laufen können. Ich gehe sehr positiv in die erste Nacht. Wir haben jetzt zwei Fische fangen können. Ich habe viel Feedback vom Gewässer bekommen, weiß ungefähr, wo die Fische stehen. Ich denke, da kann alles passieren in dieser Nacht. Ich will aber jetzt die Erwartungshaltung nicht zu hoch halten. Das sind zwei Fische, die ich jetzt gefangen habe. Aber grundsätzlich gehe ich sehr, sehr positiv in die Nacht. Ich werde jetzt nochmal zwei Routen neu platzieren. Ja, und bin sehr, sehr gespannt, was passieren wird. Na, wenn das mal nicht ein echtes Goldstück ist, seht euch mal diesen Fisch an. Richtig cooler Koi, ey. Der Biss kam heute Morgen ganz früh, wirklich im ersten Licht. Ich habe mich dann natürlich wieder mit dem Boot über den Fisch gekämpft. Der steckte natürlich fest. Ja, und meine Knie wurden das erste Mal so richtig zittrig, wie ich diesen Fisch hier raufschimmern habe sehen. Richtig krass, der Fisch hat wirklich gut gekämpft. Ich war auf jeden Fall froh, wie der im Kescher lag. Ja, guckt ihn nachher an. Einfach ein Hammerfisch.
Ich denke allgemein, wenn man an kleinen Gewässern angelt oder an so mittelgroßen Gewässern angelt, dann wissen die Fische oft sehr, sehr oft und sehr, sehr schnell Bescheid, dass Angler da sind und dass sie aufpassen müssen. Ich habe deswegen auch gestern direkt morgens probiert, nicht mit dem Boot auf das Gewässer zu gehen, erstmal leichte Bleie in die Fische zu werfen. Es hat sich herausgestellt, dass das Fische waren. Es waren allerdings Weißfische. Ich hatte erst eine Brasse und dann eine Karausche. Ich habe dann erst mittags beschlossen, mit dem Boot aufs Gewässer zu gehen, um mir doch so ein bisschen genaueren Eindruck zu verschaffen. Da war auch nicht mehr Beißzeit, so wie es morgens noch der Fall war. Habe mir dann genau einen Eindruck verschaffen und habe dann die Routen gelegt und bin nicht nochmal für eine Location-Runde ums Gewässer gefahren oder was auch immer. Ich habe die Routen gelegt und das Boot bleibt am Ufer. Ich habe dann natürlich drei Fische aus dem Kraut befreien müssen, war als noch dreimal auf dem Wasser und habe die Routen nochmal abgelegt. Das verursacht natürlich so ein bisschen Unruhe. Mit dieser Situation, wo wir so viel Kraut haben, ist es aber leider unmöglich, die Routen auf diese Distanzen, um vor allen Dingen auch sauber zu werfen und zu platzieren. Ich denke, was ich aktuell gebrauchen könnte, wäre ein bisschen Wind auf diesem Gewässer, vor allen Dingen etwas kühlere Temperaturen und gerne auch ein Regenschauer. Der macht die Fische wieder aktiv, der bringt Sauerstoff ins Gewässer. Ich hatte die Wetterprognose für die nächsten Tage schon so ein bisschen im Auge. Da kommt auch definitiv Regen. Ich bin erstmal guter Dinge und ich werde mal sehen, was da noch kommt. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr guter Dinge. Ich genieße die Zeit hier draußen und bin gespannt, was da noch kommt. Präsentieren den zweiten Fisch des Tages und der ist mal wieder richtig hübsch. Erster Koi und jetzt dieser hübsche Spiegler. Wundervoller Fisch, riesige Schuppen drauf. Ich habe heute Morgen noch mal eine Route neu platziert, direkt an den Busch ran, weil ich dachte, ja, wenn die Sonne hoch steht und es sehr, sehr heiß ist, ziehen sich die Fische vielleicht unter Tage da zurück. Ja, die Taktik hat funktioniert. Das ist der erste Fisch aus diesem Spot. Er ist aber auch der letzte für mich. Ich habe noch ein anderes Gewässer auf dem Plan. Ich habe richtig Bock, da jetzt hinzufahren und ich freue mich mega auf das neue Gewässer. Wir befinden uns aktuell an einem, ja, ich würde mal sagen, sehr, sehr typischen deutschen Baggersee. Sehr, sehr klares Wasser, der hat Kraut und der hat vor allen Dingen sehr, sehr viel Struktur. Also wir haben hier Plateaus drinnen, wir haben Rinnen drinnen, wir haben tiefe Bereiche. Dieses Gewässer bietet wirklich alles. Man kann viele verschiedene Wassertiefen angeln, man kann die Strukturen beangeln, man kann aber auch die monotonen Flächen beangeln. Ich habe es einfach so gemacht, ich vertraue da einfach immer auf meine Sinne und meine Augen vor allen Dingen. Wenn ich irgendwo Fische sehe, ist das das beste Zeichen, okay, die Fische sind da oder dort und da beginne ich zu angeln. Und deswegen ist es dann oft auch kein Zufall, auch wenn man an ein neues Gewässer kommt, dass man relativ schnell einfach Aktion kriegt. Man guckt einfach, wo sind die Fische und ich werfe einfach Spinnerrigs mit Pop-Ups aus. Das sind immer die ersten Köder, die von den Fischen aufgenommen werden. Die sind visuell sehr attraktiv, die sind geschmacklich sehr attraktiv. Ja, das ist einfach ein Rig für wirklich schnelle Bisse. Also meine Taktik ist an diesem Gewässer zum einen ähnlich der Taktik an dem Gewässer 1, zum anderen aber wieder komplett anders. Am Gewässer 1 war sehr, sehr viel Kraut. Das heißt, wir hatten gar nicht die Möglichkeit, die Fische einfach so frei zu drillen. Wir mussten die mit dem Boot holen und in der Regel waren die Lücken im Kraut auch sehr, sehr klein. Das heißt, wir haben die Montagen auch mit dem Boot abgelegt. Das Boot ist allerdings ein Störfaktor. Da mache ich auch keinen Hehl draus. Die Fische merken das, wenn ein Boot am Wasser ist. Und die bringen das natürlich mit einem Angler in Verbindung. Hier habe ich das Ganze so gemacht, ich habe die Fische gesehen, die haben sich auf Distanz gezeigt. Ich würde mal schätzen zwischen 100 und 130, 140 Metern. Ich habe da einfach einen Marker hingeworfen, habe da mal gefühlt, wie die Struktur ist, wie tief ist es dort. Und für mich war natürlich klar, ich möchte so unauffällig und so effektiv wie möglich angeln. Ich habe meine Spinnerrigs wieder ausgeworfen. Das ist die Konstante, das habe ich auch am ersten Gewässer gemacht. Ich habe Spinnerrigs verwendet und die verwende ich auch hier. Die kann ich einfach an vielen Untergründen präsentieren. Ich weiß, dass die immer super präsentiert sind, je nachdem, wie ich die Perle halt weiter nach oben verschiebe oder weiter nach unten verschiebe. Da vertraue ich einfach drauf. Was ich allerdings machen wollte, um so ein bisschen effektiver zu angeln und die Fische nicht durch mein Auftreten oder durch mein Angeln zu verstören, ist, ich habe den Marker gesetzt und bin dann mit dem Boot auf halbe Distanz rausgefahren und habe meine kleinen 15 mm Boilies großflächig über diesen Bereich verteilt.
Das hat den Vorteil, dass ich nicht direkt mit dem Boot über den Fischen stehe und eine große Fläche mit sehr, sehr kleinen Boilies befüttern kann, wo die Fische einfach nach und nach beschäftigt sind, diesen Futterteppich aufzufressen. Das Ding ist, wenn ich 15 mm Boilies füttere, dann kann ich den natürlich nicht auf 100, 120, 130 Meter füttern. Das geht natürlich nicht. Wenn ich jetzt mit dem Boot einfach, einen Marker setze und dann mit dem Boot einfach ungefähr auf halbe Distanz rausfahre, dann kann ich schön einen großen Bereich füttern und die Fische merken das in der Regel gar nicht mal. Die Zeit, die ich für Location und Fischsuche aufwende, das hängt natürlich immer so ein bisschen von der Zeit, die mir gegeben ist, ab. Wenn ich jetzt nur eine schnelle Nacht machen kann, dann kann ich natürlich nicht die halbe Nacht noch Location machen und dann 2 Stunden angeln, bevor ich wieder in die Arbeit muss oder sowas. Hier habe ich 2 Nächte Zeit, das ist der perfekte Ausgangspunkt. Hier habe ich einen ganzen Nachmittag dafür aufgewendet, Location zu machen, zu gucken, wo sich die Fische aufhalten, ob die sich zeigen und vor allen Dingen, wo die sich zeigen, und habe dann abends die direkt angeangelt. Ich hole jetzt kurz eine Route rein. Ich habe die gestern alle 3 auf relativ große Distanz präsentiert. Ich habe aber heute Nacht ohne Bivi geschlafen. Das heißt, ich habe einfach nur meine Liege hier am Ufer so ein bisschen platziert und habe gemerkt, dass da heute Nacht viele, viele Fische sehr, sehr nahe gesprungen sind. Und jetzt heute Morgen habe ich nochmal da drauf geguckt. Ja, und es war ganz gleich, springen wieder Fische. Ich werde jetzt das Blei wechseln von 4,5 Unzen auf 2,5 Unzen und werde versuchen, da instant einen rauszuziehen. Die Route war gut präsentiert, so muss das auf jeden Fall sein. Die war auf jeden Fall fangfähig, aber ich probiere jetzt am Ufer einen zu kriegen. Die steigen so leicht rechts von mir, aber vor allen Dingen sehr, sehr ufernah. Und da sind auch richtig gute Fische dabei. Es bleibt also spannend. Der Spot draußen ist noch nicht angelaufen. Und ich werde auch einfach versuchen, mir so ein bisschen die Optionen zu öffnen. Verschiedene. Ach, und noch einer. Das gibt's doch nicht. Warum denkst du, warum halten sie sich gerade da auf? Ich bin nicht sicher, warum die so nahe kommen aktuell, aber es ist eigentlich auch nicht ausschlaggebend. Man muss einfach dort angeln, wo die Fische sind, und so unauffällig wie möglich. Ich werde jetzt so ein ganz leichtes 2,5 Unzen Blei verwenden. Da kommt der nächste hoch. So ein leichtes 2 Unzen Blei verwenden. Ja, und hoffe einfach, die Fische dadurch nicht zu verscheuchen. Los geht's. Also die Bedingungen gestern waren der totale Kontrast zu heute. Heute haben wir bedeckten Himmel, es ist so mittelwarm, es fühlt sich sehr, sehr gut an, es fühlt sich fängig an, aber gestern war das komplette Gegenteil. Gestern hatten wir, ich denke, 27, 28 Grad, kein Wind, die Fische waren an der Oberfläche, die hatten überhaupt keine Lust auf Fressen. Ich bin dann erstmal in den See gesprungen, habe mich abgekühlt und habe dann erst abends meinen Tackle aufgebaut, meine Spots gesucht. Ich habe dann 1-2 Kilo Boilies auf einem Areal verteilt, wo ich wieder Fische springen habe sehen. Ja, und heute Morgen ging erstmal nicht viel. Ich habe zwar viele Aktionen gesehen, die Fische sind gesprungen. Dieser Morgen war ein echter Nervenkitzel. Die Fische waren voll in dieser Bucht. Waren viele Fische da, die sind heute Nacht reingekommen. Ich habe das im Halbschlaf so ein bisschen mitbekommen, dass da Fische kommen. Aber es war nichts zu machen. Ich habe 2 Routen platziert, an verschiedenen Spots platziert. Die Fische haben sich nach wie vor gezeigt. Die sind gebuckelt, die sind gerollt. Ein paar waren auch unter der Oberfläche. Ja, und die Stunden vergehen, es kommt nichts. Ja, und jetzt plötzlich
mehr oder weniger der erlösende Biss. Ich bin mal gespannt, was da jetzt zum Vorschein kommt. Eins kann ich euch sagen, Leute, das war mal so ein richtiger Struggle heute Morgen. Erst haben sich die Fische gezeigt wie verrückt, die sind gesprungen. Ich habe die natürlich direkt mit meinem Spinnerrix wieder angeangelt, aber es war einfach nichts zu machen. Die Fische sind nach wie vor über den Rix gesprungen, aber ein Biss war nicht zu kriegen. Dann, 3 Stunden später, kommt der erste Biss und drangehangen ist dieser krasse Fisch. Ich würde mal sagen, der ist Mitte, Ende 20 Pfund, ein langer Spiegler. Direkt während dieser Fisch im Kescher war, lief noch eine Rute ab. Das war ein kleiner, hübscher Spiegler. Ja, komplett irre. Direkt danach habe ich noch einen Fisch verloren. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich muss mich jetzt erstmal neu sortieren, die Routen wieder startklar machen und dann ziehen wir weiter. Aber erst bin ich mal zufrieden mit diesem Fisch hier. Geiles Ding, ey. Ich habe gestern Nachmittag am Gewässer 1 eingepackt. Ich habe natürlich ein zweites Gewässer auf dem Plan. Ich will in kurzer Zeit so viel wie möglich sehen. Ich habe meine Lebensmittelvorräte aufgefüllt, mein Wasser aufgefüllt, ja, und bin ans zweite Gewässer gefahren. Ich will in kurzer Zeit viel sehen, verschiedene Herangehensweisen und Taktiken ausprobieren. Und das ist es, was mir beim Angeln einfach Spaß macht. Wenn ich eine Woche Zeit habe oder ein paar Tage Zeit habe, dann will ich so viel wie möglich in diesen Plan reinstopfen, so viel wie möglich sehen, ja, und so viel wie möglich einfach probieren. So ein Joke, oder? Nein, Alter! Der ist jetzt auf jeden Fall stumpf. Manchmal muss man einfach nur dranbleiben, das Ding durchziehen, ja, und hoffen, dass das wieder zum Guten gewendet wird. Was ein Pech, ey! Ich habe also heute Morgen die ersten Fische gefangen. Die ersten beiden Fische waren Spiegler, ein kleinerer davon, ein hübscher Fisch, und der andere war etwas größer, ein langer Fisch. Ich denke mal auch ein alter Fisch, weil der einen relativ großen Kopf hatte. Und dann ging gefühlt alles schief. Ah, Mann! Ja, und zu jeder guten Geschichte gibt es halt auch eine Gegengeschichte. Es war erstmal sehr, sehr gut. Ich bin an dieses Gewässer gekommen, an das zweite Gewässer gekommen. Ich habe die Fische ausgemacht, ich habe die springen sehen. Und es ist eigentlich von nach der ersten Nacht, am ersten Morgen, sind direkt die Fische gelaufen. Was natürlich ein gutes Zeichen ist, dass du mit der richtigen Taktik arbeitest. Und dich einfach Schritt für Schritt vorangearbeitet hast. Allerdings gab es auch den Moment, wo plötzlich viele Bisse kommen, wo die Fische so richtig auf diesem Spot sind und dann plötzlich verlierst du Fische und du weißt nicht warum. Hunderte Fische vorher sind perfekt gehakt. Und auch jetzt ein paar Fische nachher sind wieder perfekt gehakt. Und plötzlich verlierst du 3 Fische in Folge und du weißt nicht, woran es liegt. Richtiges Chaos-Camp hier. Na, da guckt hier Kaffee, hier Tassen, Klamotten, alles am Rumfliegen. Das sind die Tage, ey.
Das muss man in Kauf nehmen, wenn man Angler ist und wenn man neue Gewässer beangelt. Man weiß nie, fressen die Fische vielleicht so ein bisschen anders. Fakt ist, es passiert. Und Fakt ist, die Serie ist auch wieder vorbei. Da bin ich richtig froh drüber. Die Bedingungen heute sind wirklich bedeutend besser als die letzten Tage. Die letzten Tagen war es zwar sehr schön und warm, aber die Fische hatten da nicht so wirklich Bock drauf. Die waren dann an der Oberfläche oder haben sich irgendwo ins Unterholz zurückgezogen. Heute ist es ein bisschen bedeckter. Und das merkt man auch an dem Bissen. Die kommen jetzt während dem Tage. Die Rute lag gerade vielleicht mal 10 Minuten jetzt. Ich habe da gestern so circa 1,5 Kilo von diesen Chocos verteilt. Und da haben die jetzt richtig Bock drauf. Bin mal gespannt, was da dran hängt. Der Fisch fühlt sich auf jeden Fall gut an. Der ist erst nach dem Biss bestimmt 40, 50 Meter nochmal raus über die Bremse. Und jetzt kämpft er noch über tiefem Wasser. Bin mal gespannt, aber die Fluchten sind auf jeden Fall sehr, sehr ruhig. Ich spüre nur teilweise Kopfschläge. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und da ist er drin. Jawohl. Also die Futtermenge zu pauschalisieren ist in der Regel schwierig. Das ist von Gewässer zu Gewässer unterschiedlich und man kann da schwer sagen, okay, das ist die richtige Menge für jedes Gewässer. Ich weiß von diesem Gewässer allerdings, dass die Fische mittlerweile abgeleicht sind. Wir sind jetzt Mitte Juni und das ist auch ein Indikator dafür, dass die wieder Futter zu sich nehmen und vor allen Dingen wieder viel umherschwimmen, sich im Gewässer verteilen. Das heißt, man kann in der Regel einfach so ein bisschen mehr Futter verwenden. Bin hier so vorgegangen, ich will natürlich auch nicht jetzt direkt eine große Menge Futter da rauslegen und weiß nicht, ob dann was passiert oder die Fische vielleicht gar nicht in dieser Anzahl da sind, dass die 10 Kilo fressen würden. Ich gehe dann in der Regel so vor, ich bringe 1 bis 2 Kilo Boilies aus und wenn ich dann 3 oder 4 Bisse kriege, füttere ich erst nach. Das heißt, 1 bis 2 Kilo Boilies, das ist auf jeden Fall eine Menge, wo man 3 bis 4 Bisse kriegen kann in der Regel. Also aktuell haben wir halt wirklich eine geniale Jahreszeit. Du kannst abends lange draußen sitzen, du hast laue Nächte, es ist einfach perfekt, der Sommer ist voll angekommen. Allerdings, wenn du jetzt nachts eine Kopflampe aufdrehst und einen Fisch drillen willst oder einfach irgendwas gerade herrichten willst, dann hast du den kompletten Kopf voller Mücken. Ich habe bestimmt 3 geschluckt, ich habe bestimmt 3 in der Nase und 5 in den Augen. Aber wisst ihr was, das ist einfach wert. Das ist die Jahreszeit, das kommt mit der Jahreszeit. Ich habe dann natürlich in Windeseile meine Route neu platziert. Ist ja klar, es war kurz vorm Dunkelwerden und kaum war die Dunkelheit so ein bisschen über mir, lief wieder eine Route ab. Es war ein langer Schuppi, der mir wirklich im Drill einiges gekostet hatte und auch auf der Matte hatte der noch ordentlich Power. War aber auch kein Wunder bei diesem riesen Paddel, das der Fisch hatte. Ich bin dann in die Nacht gegangen, die Nacht war relativ ruhig und auch heute Morgen war es relativ ruhig. Wir haben heute wieder die Bedingungen wie vor 3 Tagen, die Sonne ist da, es wird wieder sehr, sehr warm. Bei so einem Trip ein Highlight festzumachen, ist immer eine schwierige Sache, finde ich. Ich bin gar nicht so einer, der seine Highlights nur an Fische festbündelt. Für mich war es zum Beispiel ein Highlight, ein komplett neues Gewässer kennenzulernen. Das halt einfach nicht Standard ist. Das ist ein See, der sehr, sehr flach ist, der extrem verkrautet ist und der einen ganz kleinen Bestand an besonderen Fischen hat. Und darunter waren Koi, darunter waren schön beschuppte Fische.
das macht es halt irgendwie aus, Neues zu entdecken, sich Schritt für Schritt voranzuarbeiten, sich eine Taktik zurechtzulegen, ja, und dann einfach weiterzuentwickeln, bis es zum Erfolg führt. Das war ein Highlight. Natürlich auch hier gab es ein Highlight, wenn plötzlich alle Routen wie wild einfach nur mehr laufen am ersten Tag, weil du deine Sache richtig gemacht hast, dann ist das ein großartiges Gefühl. Ja, und natürlich dieser alte Spiegler. Also rückblickend gesehen auf diese Wochen, diese ersten Wochen, wo Corona halt so plötzlich da war, du betrachtest dein Leben und guckst plötzlich auf die Dinge, die dir Energie geben, die du vorher halt als, ja, ich würde mal sagen, als selbstverständlich erachtest. Wir waren in der glücklichen Lage, Angeln war erlaubt. Die ersten Sessions, die waren halt extrem intensiv, wo du halt gemerkt hast, okay, du kannst wieder rausgehen, auch wenn diese ganze Corona-Sache nach wie vor da ist und uns nach wie vor beschäftigt, du kannst trotzdem rausgehen. Und dann ist es plötzlich egal, ob du heute 5 oder 7 oder 1 Fisch fängst. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, draußen zu sein, die Natur aufzusaugen oder diese Atmosphäre aufzusaugen. Ja, und das zu machen, was du liebst.